Hier nun der zweite Teil aus dem Vortrag Materialinformatik, Rechnen in Materialien. Und ich will jetzt hier mal näher die Datenverarbeitung und vor allem auch die Rechenarchitektur, die eigentlich zur Verfügung stehen, die man eventuell schon in Materialien integrieren kann, vorstellen, beziehungsweise so die Richtung, in denen die Technologie eingeschlagen hat und in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten erreichen kann. Was allerdings relativ schnell deutlich werden wird, ist, dass die Rechnerarchitekturen oder die Rechner, diese Nanorechner, eigentlich nicht zu den bisher verwendeten Algorithmen in der Datenverarbeitung passen. Und das beleuchten wir jetzt halt ein bisschen näher, die eingebetteten Systeme und deren Datenverarbeitung. Hier ist erstmal der klassische von Neumann-Rechner zu sehen. Wie er aufgebaut ist, oder auch Harvard-Rechner, der einfach dann mehrere Speicherdaten, getrennte Daten und Codespeicher besitzt. Also im Grunde hier so der gesamte Aufbau eines klassischen Rechnersystems mit Software. Wir haben die Hardware, wir haben den Hauptspeicher, wir haben verschiedene, wie bereits gezeigt, Kommunikationssysteme, Ein-Ausgabesysteme, wie wir hier sehen, Netzwerke, Netzwerkcontroller und so weiter. Dann gibt es hier noch ganz viel als Zwischenschicht in der ausführenden Hardware, Speichermanagement und. Hier haben wir dann nochmal die Software-Schicht, die auch wieder Speichermanager hat, Task Scheduling, das eigentliche Betriebssystem, wenn es das denn gibt, diverse Programmbibliotheken und schließlich die Applikationsprogramme, was in unserem Fall hier die Sensor-Software ist. Ja? So, dass wir hier die Software haben, die Instruction Service Architecture und die Hardware ganz unten als unterste Ebene. So, das ist die klassische Rechnerarchitektur, wie man sie kennt, wie man sieht, 1982, schon lange her, ist auch bis heute so verwendet. Und alle Sensorknoten, die so meistens auf dem Markt sind, verwenden diese von Neumann oder Harvard-Architektur, Rechnerarchitektur. So war es früher. So ist es heute eigentlich immer noch. Wie könnte es zukünftig aussehen? Wie wir noch sehen werden, diese Rechner, gar mit Betriebssystem, Raspbian zum Beispiel, Linux, das kann man einsetzen in etwas größer dimensionierten Sensornetzwerken, wo die Sensorknoten im Kubikzentimeterbereich ein Volumen haben, aber nicht mehr im Kubikmillimeter oder Subkubikmillimeterbereich. Da haben wir ganz andere Constraints, ganz andere Ressourcenrandbedingungen und da muss es auch ein Umdenken in der Rechnerarchitektur geben. Und ein Kontrastbeispiel gibt schon länger, ist nichts absolut Neues. 70er, 80er Jahre, zelluläre Automaten, im Grunde so auch der Vorläufer von Multiagentensystemen. Und der Witz ist halt, dass wir eine Vielzahl in der Regel gleicher, identischer, also von der Funktionalität identischer Mini-Rechner haben oder Kleinstrechner haben, die auch nur sehr einfache Operationen durchführen können, die nur sehr geringen Speicherbedarf benötigen, unter Umständen 2 Bit, 1, 2 Bit, ja, also wirklich sehr wenig. Davon aber sehr viele, da kommen wir dann auch wieder schon in Richtung des Smart Dust, ja, die untereinander vernetzt sind. Zum Beispiel hier als eine Möglichkeit in so einer Maschengitter-Netzwerkstruktur. Und das heißt, diese einzelnen Rechnerknoten sind in der Fläche, in der Raumdimension angeordnet. Und das entspricht ja auch schon genau unseren Anforderungen an sensorische Materialien, wo wir eine räumliche Ausdehnung haben. Und dann haben sie halt irgendwie Verbindungsstrukturen, also Links, Kommunikationslinks, die sie halt mit den Nachbarn verbinden, worüber dann auch entsprechend der Datenaustausch stattfinden kann. Also im Grunde schon alles. Ganz einfaches Kochrezept, ganz viele von einfachen Rechnern, die mit ihren Nachbarn verbunden sind und wenn sie Daten verarbeiten, dieses mit natürlich mit den eigenen Sensordaten machen. Also im sensorischen Material würde zu jedem dieser Rechnerknoten ein Sensor oder mehrere Sensoren gehören. Sie beziehen aber eben auch aus der Nachbarschaft Datenwerte ein und beeinflussen damit auch die Nachbarschaft, weil ja wiederum Nachbarknoten Daten von dem jetzt hier mal etwas stärker hervorgehobenen zentralen Knoten dort, also den jetzt gerade betrachteten Knoten, verwenden. Sodass wir im Grunde ein verteiltes, paralleles System haben von mehr oder weniger unabhängigen Rechnern. Da komme ich nochmal am Ende drauf zurück, auf zelluläre Automaten. Nur das mal so als Unterschied: einerseits die klassische von Neumann-Harvard-Rechnerarchitektur mit Unterscheidung Hardware, der Software-Ebene, mit Betriebssystem vielleicht, mit relativ komplexen Strukturen. Und hier als Gegenpol kann man sagen, ganz einfaches System, die
Ein-Bit-Computer, könnte man fast sagen, die zellulären Automaten. Komme ich nochmal drauf zurück. Erstmal nochmal zurück zur Materialinformatik. Materialinformatik ist ja ein Begriff, oder Materials Informatics, den es schon gibt, bezieht sich eigentlich auf Rechnen von Materialien, das heißt Data Science, KI, um neue Materialien zu entwickeln, um eben auch aus hochkomplexen Messdaten, die neue Materialien untersuchen, eben Rückschlüsse, Strukturen zu finden und so weiter. Also klassisches Big Data Science, das ist eigentlich Materials Informatics. Hier ja in einem anderen, genau umgekehrten, invertierten Zusammenhang Rechnen in Materialien, also verteilte Datenverarbeitung in Materialien, durchaus auch mit KI-Aspekten. Ja, das heißt, schon im ersten Teil gezeigt, normalerweise wird die Berechnung von Sensorerfassung und Steuerung getrennt. Hier bei den smarten Materialien, also den Sensormaterialien stellen oder sensorischen Materialien, haben wir eine enge Verbindung zwischen Berechnung, Kommunikation, Sensorerfassung und eben Steuerung mit lose gekoppelten Nanocomputern. Nochmal, Nano ist jetzt hier nicht gemeint, Nanotechnologie, könnte man natürlich auch in die Zukunft blickend dahingehend hingehen. Gemeint sind hier einfach Computer, die so die Größenordnung im Kubikmillimeter oder Subkubikmillimeter Bereich besitzen. Wir werden auch noch sehen, das ist nicht alles. Wir haben ja schon den Aufbau eines Sensorknotens gesehen. Da gehört eben auch noch Energieversorgung hinzu und die nimmt natürlich, jeder Materialwissenschaftler und Fertigungstechniker weiß das, den größten Raum ein. Das heißt, die eigentliche Berechnung und Speicherung fehlt ja auch noch von Daten, nimmt eigentlich den kleinsten Raum ein. Aber da sind wir auch ungefähr so im Quadratmillimeter oder Kubikmillimeter Bereich. So, das heißt, die algorithmische Skalierung schon angesprochen und die Verteilung als Paradigma sind erforderlich, um überhaupt jetzt mit diesen Nanocomputern, den kleinsten Computern, hier sind sie mal gezeigt, als ein Beispiel, arbeiten zu können. Das wird hier relativ schnell deutlich. Hier mal ein klassisches Notebook, hier ein kleiner Raspberry Pi Rechner, also ein kleiner eingebetteter Rechner und hier mal ein, ich glaube es ist ein ATmega Tiny Mikrocontroller mit fast ohne Gehäuse, also fast Bare-Chip-Systeme. Und hier sieht man halt mal den Unterschied der Chipfläche der reinen Berechnung. Hier in dem klassischen, ich glaube Intel 5 oder Intel 3 Pentium Prozessor, reden wir von fast 1000 Quadratmillimeter Chipfläche bei rund 40 Watt elektrischer Leistungsaufnahme. Bei dem eingebetteten Rechner reden wir vielleicht noch von 7 Quadratmillimeter Chipfläche. Und bei diesem Mini-Kleinst, durchaus schon Nanocomputer, 1 Quadratmillimeter. Aber das erkaufen wir uns, wie wir hier sehen. Hier ist die Rechenleistung angegeben. Es ist ganz schwierig, die Rechenleistung sinnvoll zu erfassen, aber ich nehme hier mal einen ganz einfachen eine ganz einfache Maßzahl, die Mega-Instructions per Second. Das sind Integer-Operationen. Wie viele Rechenoperationen kann so ein Prozessor pro Sekunde ausführen? Das ist alles hingelogen mit diversen Testmethoden, kriegt man unterschiedliche Ergebnisse. Aber nur mal, dass man eine Hausnummer hat, hier haben wir halt 50 Milliarden Instruktionen pro Sekunde, also Ganzzahl Operationen pro Sekunde bei 4 GB RAM-Speicher. Hier bei dem eingebetteten Rechner, na, haben wir immer noch, wenn da ein ARM-Prozessor benutzt wird, 7 Milliarden, also statt 50 jetzt 7 Milliarden Integer-Operationen pro Sekunde bei 1 GB Hauptspeicher und 2 Watt elektrischer Leistungsaufnahme, also was wir auch im Smartphone haben. Ja, und bei dem hier haben wir nur noch 12 Millionen Instruktionen pro Sekunde. Und wie wir sehen werden, ist das schon noch viel. Bei 1 Kilobyte Datenspeicher. Aber auch nur noch 20 Milliwatt elektrischer Leistungsaufnahme. Und das geht auch tiefer. Das heißt, das Mooresche Gesetz sagt Miniaturisierung voraus. Die haben wir hier auch. Hier sind vielleicht 10 Milliarden oder 5 Milliarden Transistoren auf dem Mikrochip. Aber, was nicht beachtet wurde, der Leistungsbedarf, der elektrische Energiebedarf ging weit hoch. Das heißt, diese Miniaturisierung, die über das Mooresche Gesetz auch vorausgesetzt wird, mittlerweile gesättigt ist aufgrund von technologischen Barrieren, die aber wieder irgendwann durchbrochen werden, konnte trotzdem nicht die Eignung für unsere sensorischen Materialien ermöglichen, weil einfach der Energiebedarf zu hoch ist. Nichtsdestotrotz haben wir eine große Lücke zwischen Hard- und Software, ja, gerade wenn wir in Richtung dieser Nanocomputer gehen. Damit man so ein bisschen mal diese Rechner, die wir hier sehen, vergleichen kann, führe ich mal einen Index ein. Epsilon.
Das ist eine normalisierte Recheneffizienz, auch wieder alles so hingelogen, also alles sehr stark vereinfacht, das meine ich damit. Zumal es auch ganz schwierig ist, an die Werte ranzukommen. Es geht einmal an die Chipfläche, das geht noch. Dann ist die Frage, übernimmt man nur die Chipfläche vom Mikroprozessor, wenn es ihn denn so isoliert überhaupt gibt, oder auch vom Speicher. Dann die Rechenleistung. Hier wird, kann man verschiedene Werte benutzen, muss nur bei der Vergleichbarkeit immer den gleichen benutzen, die Ganzzahloperation pro Sekunde. Oder in Millionen Ganzzahloperationen pro Sekunde ausgedrückt. Oder eben etwas seriöser der Drystone-Test in Kilo Drystones per Second. Kann auch jeder mal in seinem Webbrowser durchführen, diese Aufgabe machen. Es gibt auf der Seite edu-9.de unter der Veranstaltung sensorische Materialien 2K einen Drystone-Test, den man mal durchführen kann, um auch mal so zu sehen, was der Unterschied ist von dem aktuellen Rechner, dann allerdings in JavaScript in einer virtuellen Maschine ausgeführt, zu so einem Nano-Rechner. Ja, und dann noch ganz wichtig, für uns ganz wichtig, die elektrische Leistungsaufnahme in Watt. So, und jetzt kann man halt, wenn man diesen Epsilon-Wert berechnet, sofern man diese Werte überhaupt hat, mal verschiedene Rechnerarchitekturen und Mikroprozessoren vergleichen, also so einen Skalierungsfaktor ausstellen, indem man diese Epsilons zueinander in Relation setzt. Das Problem ist, wir haben aber auch Speicher noch, den brauchen wir auch, und wir haben Kommunikation, wird auch häufig vergessen. Das heißt, neben der reinen Rechenleistung sind eben noch Speicher- und Kommunikationsfähigkeit zu berücksichtigen. Das wird hier noch gemacht durch erweiterte Epsilon-Indizes, die CM- und CMD-Indizes oder Parameter mit M gesamter Speicher in Megabyte. Wir werden gleich noch sehen, das sind Größenordnungen, die wir bei unserem Nanocomputern gar nicht erreichen werden. Beinhaltet den RAM- und ROM-Speicher, den also primär hier für den Programmcode und das für die Daten. Und dann noch eben die gesamte Kommunikationsfähigkeit, zum Beispiel als Datendurchsatz in Megabit pro Sekunde ausgedrückt. Ne? Wir werden sehen, dass wir verschiedene Sensorknoten geben, die unterschiedlichste Kommunikationstechnologien haben und dann eben auch ganz unterschiedliche Übertragungsraten haben. Hier müsste man eigentlich auch nochmal wieder das Ganze in Relation zur Leistungsaufnahme setzen. Hier ist P eigentlich nur wieder dominant gezeigt, die Leistungsaufnahme des Mikroprozessors, also der eigentlichen Recheneinheit. Aber auch gerade bei Speicher und vor allem auch bei Kommunikation, wenn wir Mobilfunkkommunikation nehmen, ein Mobilfunk, also jetzt hier für das klassische Mobilfunknetz, Telefonienetz, sei es 3G oder 4G oder sogar 5G. Na, 5G ist noch ein bisschen anders, aber 3G und 4G, wo die Basisstationen relativ weit auseinander sind, da haben wir halt schnell Sendeleistungen und Leistungsaufnahmen im Wattbereich. Ne? Also was in die Größenordnung der Recheneinheit gelangt. Gut, aber hier wird halt nur mal rudimentär Speicher und Kommunikationsfähigkeit mit einbezogen. Das heißt, wir haben Maßzahlen der Rechenleistung. Einfachste Maßzahl ist eben die Integer- oder Fließkommaoperationsleistung pro Zeiteinheit, MIPS oder FLOPS. Das berücksichtigt aber nur der eigentliche Kern des Mikroprozessors. Speicher, Speicherhierarchien, also was wie Cache-Konzepte und Kommunikationsfähigkeit werden dort nicht berücksichtigt. Da aber ein Programm häufig aus High-Level-Operationen besteht, also komplexere Berechnungen, Speicherallokation, Objekterzeugung, Code und Daten, Funktionsaufrufe, Erzeugung, Zugriff und Freigabe verschiedener Datenobjekte mit unterschiedlichen Speicherabdruck, nenne ich das mal, also Arrays, Strings, Records, Funktionen, methodische Objekte mit Prototypen, Klassen und so weiter, ist halt diese MIPS-Flops-Zahl nicht so besonders aussagekräftig, ist aber wenn das meistens das, was man bekommt als Maßzahl, wenn überhaupt. Deswegen nochmal der Hinweis auf den Drystone-Test, der alles das hier berücksichtigt, ein Benchmark ist, um eben all diese genannten Operationen ein bisschen realistischer zu berücksichtigen. Und dann liegen auch diese einzelnen Prozessoren gar nicht mehr so weit auseinander, wie man sehen wird. Und auch gerade interessant, den Drystone-Test dann auszuführen auf virtuelle Maschinen wie JavaScript, Lua und so weiter, die auch immer mehr in Sensornetzwerken eingesetzt werden. Ganz wichtig, die Chipfläche. Und da gibt es bestimmte Größenordnung, das hängt natürlich alles ab von der Fertigungstechnologie. Strukturgrößen, 100 Nanometer mittlerweile bis 10 Nanometer runter sind typisch, aber Low Cost ist immer noch so 1 Mikrometer. Und da gibt es hier verschiedene Größen. Eine Skalierungsgröße ist das Registerbit, die RBE-Einheit. Und eine statische RAM-Zelle benötigt ungefähr 0,6 RBE. Auch wie zum Beispiel bei Cache-Speichern von Prozessoren, wohingegen eine DRAM-Zelle nur ein Zehntel dieses RBE-Werts benötigt.
Diesen RBE-Wert kann man dann mit der sogenannten Feature Size, also diese Strukturfertigungskonstante oder diesen Parameter, also 100 Nanometer, 22 Nanometer, was man immer so häufig hört, in Verbindung setzen, diese Feature Size F. Und das Ganze dann auch nochmal in normierten Flächeneinheiten umsetzen. Das heißt, A entspricht 1 Quadratmeter bei einer Fertigungstechnologie 1 Nanometer, 1 Mikrometer, sorry, also 1000 Nanometer, veraltet, aber so mal als Worst Case zu betrachten. Best Case wäre 10 Nanometer. Und das Ganze geht quadratisch, wie man hier sieht. Das heißt, wenn ich von einer Fertigungstechnologie von 1 Mikrometer übergehe und ich 1A für mein ganzes System benötige, dann würde das bedeuten, wenn ich von 1 Mikrometer auf 100 Nanometer übergehe, dass ich nur noch ein Hundertstel der Chipfläche benötige. Das geht also quadratisch. Ja. So, und hier sind mal ein paar typische Zahlenwerte gezeigt. Hier zum Beispiel mal so ein Cache, den wir in jedem Mikroprozessor, modernen Mikroprozessor drin haben. Und da sehen wir halt schon, so ein 4 Kilobyte Cache, das ist nicht viel, braucht 16 normierte Flächeneinheiten. Bei 1 Mikrometer sind das, Fertigungstechnologie sind das 16 Quadratmillimeter. Bei 100 Nanometer nur noch 0,16 Quadratmillimeter, also schon deutlich weniger. Und die Größe wächst natürlich in Abhängigkeit von der Größe des Caches oder auch des Datenspeichers. Hier nochmal so ein anderes Registerfile gezeigt. 32 Worte mit 32 Bit Datenwortbreite entspricht ungefähr, so mal als kleine Eselsbrücke, einer Flächeneinheit. So, und hier mal so ein 32-Bit-Prozessor ohne Speicher und ohne Fließkomma-Einheit. Also ein einfacher Prozessor braucht 50 normierte Flächeneinheiten. Das heißt, bei 1 Mikrometer Fertigungstechnologie 50 Quadratmillimeter. Das sind immerhin schon boah, so 7 mal 7 Millimeter. Das ist schon relativ groß. Da sind wir schon fast jenseits von dem, was wir bei sensorischen Materialien adressieren wollen. Wenn dann auch noch eine Fließkomma-Einheit hinzukommt, sind wir schon bei 100 Flächeneinheiten. Also das ist das Doppelte. Dann auch noch mit Cache und so weiter, mit ein bisschen Speicher bei 200 Flächeneinheiten. Bedeutet, bei einer Fertigungstechnologie von 100 Nanometern ungefähr 2 Quadratmillimeter. Ja, und sensorische Materialien könnten 10, 20 Nanometer Fertigungstechnologie benutzen, die ist aber zu teuer und zu empfindlich. Das heißt, man wird so bei 100 Nanometer ungefähr vielleicht liegen. Und das heißt, wir haben hier so 2 Quadratmillimeter nur für den Prozessor. Da kommt ja noch anderes dazu, Hauptspeicher, Kommunikation und vieles andere. Ja. Ja, hier mal für FPGAs gezeigt, ja auch sehr weit verbreitet. Hier sogar mal ein Power-PC-Core, der in einem FPGA integriert ist. 250 Flächeneinheiten, ja, bedeutet bei 100 Nanometer Technologie 2,5 Quadratmillimeter. So, und eine einfache Block-RAM-Speicher mit 18 Kilobit ist das hier, sind wir bei knapp 10 Flächeneinheiten. Ne? So, und hier ist nochmal gezeigt, wie halt sich diese normierte Flächeneinheit hier in Abhängigkeit von der Fertigungstechnologie, hier hätten wir 45 Nanometer quadratisch reduziert, ne, nur ein 500stel hat. Also Chipfläche ist ein Thema. Oder auch nicht. Wie wir hier sehen, mal ein Beispiel aus dem Jahr 2006 von Hitachi. Ein 0,15 mal 0,15, also ungefähr 0,01 Quadratmillimeter großer Chip und auch nur 7 Mikrometer dünn. Das heißt, hier wurde dieses sogenannte Chip-Thinning durchgeführt und der Chip auf die funktionale Schicht reduziert. Und da war halt die Idee, dass man das Ding auch vielleicht tatsächlich unter die Haut implementieren kann. Hier sieht man einen Daumen oder einen Finger und hier sieht man den Mikrochip. Das ist im Grunde auch schon ein etwas aktuelleres Teil, sehr, sehr klein, was Smart Dust, also klugen Staub oder brechender Staub als Sensor ermöglicht. Aber wir sehen halt auch erstmal Energieversorgung extern über RFID. Dann, also keine autonome Energieversorgung, dann nur 128 Bit ROM, Daten noch weniger und ein einfachster Mikroprozessor. So. Klassische Algorithmen können wir damit nicht ausführen. Also wir können kein Mittelwertfilter, keine Sensorfusion und sonstiges durchführen. Gar mit statistischen Modellen, Markov-Prozessen arbeiten, das ist out of scope von so einem Ding. Aber das ist halt technologisch low cost, wohlgemerkt,
0,01 Quadratmillimeter. Ja, ungefähr. Aber kann auch nichts. Wir werden aber noch am Ende sehen. Wir können das Ding trotzdem benutzen, vielleicht. Kommen wir gleich noch zu. So, jetzt hier nochmal so als kleine Aufgabe für die Studenten, mal den Rhystone-Test durchführen und das nochmal auf verschiedenen Rechnern auch vergleichen. Die Software gibt es auf edo-9.de unter der Lehrveranstaltung SM2K. Traditionell haben wir Soft- und Hardware-Entwurf. Und der Software-Entwurf ist eigentlich auch was relativ Komplexes. Das ist die traditionelle Informatik, ja, mit dem Anfang User Requirement, Spezifikation, da gibt es das logische Systemdesign, da muss man die Plattform auswählen, da geht schon los, ja, da müssen wir das Software-Design machen, dann geht das Gejammer los. Wenn man das hier hat, sind wir wieder fast oben hier bei den User Requirements, weil dann die Aussage kommt, das geht eigentlich gar nicht. Es sei denn, wir gehen in Richtung verteilte Algorithmen. Ja. Also, das ist eng gekoppelt, die Plattformselektion mit dem Software-Design. Dann wird der Code entwickelt, wird getestet, Systemtest gemacht. Und das ist im Grunde auch so ein Zyklus, was wir hier dann auch im Softwareentwurf haben. Dann geht es auch wieder nach oben, weil häufig dann auch Spezifikationen angepasst werden müssen. Aber genauso gut, die Codeentwicklung ist ein Zyklus mit dem Test. Dann auf der anderen Seite gibt es den Hardwareentwurf. Wie wir hier sehen, historisch ging es halt auf Transistorebene los, dann kam die Gatterebene, so in den 80er Jahren, in den 90er Jahren kam dann die Registertransferarchitekturebene, also schon deutlich abstrakter, bis man dann hin zu ab 2000 in den System-on-Chip-Design-Bereich gegangen ist, mit eben auch kombinierten Hardware-Software-Co-Design und eben sehr komplexen System-on-Chip-Architekturen. Auch dort beim Hardware-Entwurf, der häufig erst, also hier bis hier, können wir sagen, wurde die, wo ist mein Stift? Da. Also bis hier ungefähr, ups, soll ich es rot machen? Weiß ich mal nicht. So, bis hier war es reines Hardware, reiner Hardware-Entwurf. Hier kam jetzt so langsam Software rein. Und erst hier in dem Bereich haben wir Hardware plus Software-Design. Also das ist noch gar nicht so alt, diese, zumindest gebräuchlich, diese Methodik. Läuft aber auch häufig darauf hinaus, dass die Software den Prozessor entwirft, der dann wiederum mit der Software zusammen eingesetzt wird. So, also Hard- und Softwareentwurf sollten eigentlich Hand in Hand gehen. Ja, was haben wir denn für existierende Nanocomputer? Auch schon alles ein bisschen älter, viele Forschungsprototypen. Der ursprüngliche Smart Dust von Warnecke und Co., den ich glaube ich gleich nochmal zeige. Hier sehen wir verschiedene Micromode M3 von der Michigan Universität, das Elm-System. Und hier sieht man schon Riesenunterschiede, verschiedene Generationen. Smart Dust als Vision, lose gekoppelter Nanocomputer, die in Materialien eingebettet werden, auf Oberflächen verstreut werden, in Flüssigkeiten dispergiert werden und weniger als 10 Kubikmillimeter Volumen haben sollten. Also deutlich weniger, am besten unter einem Kubikmillimeter. Und hier sieht man verschiedene Generationen. Und was man hier schon sehen kann, ist, den größten Teil nimmt eigentlich, das ist so ein geschichteter Aufbau, nimmt eigentlich der Energiespeicher, die Energieversorgung aus, hier durch Solarzellen und Kommunikation. Dieses Ding ist riesengroß im Vergleich zu dem, was ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Also hier haben wir eine Münze, hier haben wir eine Münze. Der große Unterschied ist, das hier ist Full Custom Design und das hier ist, wir kaufen vorhandene Komponenten und setzen sie in einem hybriden Package wieder zusammen. Ja, das heißt, hier werden die nackten Chips benutzt von einem Mikrocontroller, den es gab, ein 8051, eine Abwandlung davon, ein paar Sensoren, die es gab, eine einfache Batterie, glaube ich, noch. Und ja, also deswegen ist das Ding um eine Größenordnung größer als hier dieses kleine Teil, was schon im Kubikmillimeterbereich liegt. Aber Low Cost, Full Custom Design. Man konnte noch nicht mal abschätzen, was das Teil kosten könnte, wenn man es herstellt. Ja? Weil es eben auch ein monolithisches Design mehr oder weniger ist, wie man hier sieht, im Vergleich zu dem Hybrid-Design, was wir hier haben. Also das sind so die beiden Kontraste. Low Cost, aber immer noch groß. High Cost, sehr, sehr klein nach Möglichkeit. So, hier geht es mal in eine ganz andere Richtung. Die klassischen Sensornetzwerke mit dem Raspberry Pi Zero, der ist auch schon klein. Hier war schon Originalgröße, hier noch ein bisschen kleiner, aber da sieht man eben auch schon, wenn man noch mal ein bisschen kleiner wird. Hier haben wir so 70 x 30 mm, hier so 30 x 20 mm, also schon im Hunderten von Quadratmillimeter Bereich. Hier einen leistungsfähigen ARM-Prozessor mit viel RAM und Speicherressourcen und auch für Code und permanent gespeicherte Daten, Leistungsaufnahme so ungefähr 1 Watt.
Hier ein auch 32-Bit-Prozessor mit deutlich weniger RAM-Speicher, wobei das noch immer noch Luxus ist, 128 Kilobyte. Immer noch sehr viel RAM-Speicher, aber wohlgemerkt hier Gigabyte, Megabyte. Ne? Aber dafür eben auch nur ein Zehntel ungefähr der Leistungsaufnahme, Mittel und eine deutlich geringere Fläche. Ja? Aber wir sehen eben auch wieder am Anfang gezeigt, dieser Zusammenhang zwischen Größe des Rechners und Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir haben immer noch keinen Ausweg, wir werden zwar kleiner, aber es geht uns die Rechenleistung und die Speicherkapazität verloren. Das Ding, wie gesagt, ist noch Luxus, kann man fast noch alles mit klassischen Algorithmen mit drauf machen, Kalman-Filter auch drauf bauen, was auch immer. Aber wir sehen schon die Richtung. So, hier sehen wir mal das ein bisschen gegenübergestellt, die Micromode von Michigan. Und hier mal versucht, diese Epsilon-Werte, zumindest die Epsilon-C-Werte zu berechnen. Und hier sehen wir diesen M3 gegen diesem Elm-System gegenübergestellt. Und hier sieht man eben auch, wenn man die vergleicht, das Ding ist hocheffizient, ja, hat eine sehr hohe Berechnungseffizienz, was dieses Teil natürlich nicht hat. Was hat eine riesengroße Chipfläche, ist grottenlangsam, 32 Kilohertz, nicht Megahertz, Kilohertz, wobei der jetzt auch nicht gerade schnell getaktet wird mit unter einem Megahertz, ne, hier dieser Rechner. Mehrere Gigahertz. Der hat schon eingebaute Sensoren, dieses Ding noch nicht, das muss dazugefügt werden. Der hat eine Radiokommunikation und optisch, der hat nur optisch. Hier gibt es eine Dünnfilmbatterie, hier gibt es, glaube ich, gar keine Batterie, bin mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle eine Solarzelle und eine Spule, um Energie zu gewinnen. Ja, hier sieht man so die Power Consumption, ist hier natürlich deutlich höher. Und das hier ist halt Full Custom Design, 180 Nanometer Technologie, zumindest das ältere M3-Teil. Es gibt unterschiedliche Generationen, also was hier gezeigt ist, ich bin mir nicht sicher, obwohl hier ist es glaube ich nur eingebaut in ein Package. Das ist das gleiche. Also das hier ist diese Generation, 180 Nanometer Fertigungstechnologie. Das, was ich eben eingangs meinte, gerade wenn das akademische Prototypen sind, ist das halt immer noch die Strukturgröße immer noch größer als das, was jetzt Intel fertigen lässt. So, mal hier im Vergleich der bereits gezeigte AT Tiny 20. Der steht gar nicht ganz so schlecht da, deutlich besser als das Elm-System mit sehr geringer Leistungsaufnahme. Aber im Vergleich hier zum Beispiel zu einem Freescale KL03, der auch schon sehr hoch getaktet wird, zwar mehr Chipfläche hat, aber der Skalierungsfaktor ist fast um Faktor 10 besser. Wohingegen das Smartphone kein Stück besser ist als der Tiny 20. Ja, wenn man ein klassisches Smartphone genommen. Wie gesagt, diese Werte sind Finger in den Wind gehalten. Es ist ganz schwierig, an die Werte überhaupt heranzukommen. Und das soll aber trotzdem nur mal so die Größenordnung der Vergleichbarkeit zeigen. Das heißt, die Micromode M3 Michigan war auf dem richtigen Weg oder ist auf dem richtigen Weg. Kommt auch gleich nochmal wieder. Ja, hier sehen wir die Smart Dust, das ist das Originalteil von Warnecke und Co. Hier sehen wir halt, dass der größte Bereich, ne, der die Batterie einnimmt, hier das, dieser Bereich hier, das ist die Dünnfilmbatterie, das ist ein Riesenbereich. Hier kommt die Solarzelle, das heißt, hier, wenn hier Licht drauf fällt, kann damit Energie gewonnen werden. Und ja, und hier haben wir dann schließlich die eigentliche Berechnung in diesem Bereich hier. Also hier noch Sensoren, hier. Wo haben wir den eigentlichen Mikroprozessor? Der sitzt irgendwo da drunter. Also so ein gesteckter Aufbau. Und, aber man sieht halt, dass ein Großteil nimmt die Batterie ein und der Energy Harvester. Ne? Und die Kommunikation, die hier optisch stattfindet, braucht auch nochmal wieder ein paar optische Komponenten, wie man hier sieht. Ein Prisma, beziehungsweise ein Reflektor. Und das, man sieht halt, Kommunikation und Energieversorgung nehmen den größten Teil ein. Trotzdem, einer der ersten Teile, die voll integriert einen eigenständigen autonomen Sensorknoten ermöglichen. Ja, das heißt, einerseits wurde optisches Licht benutzt, um zu kommunizieren in beide Richtungen, und andererseits wurde eben auch die Solarzelle benutzt, um Energie zu gewinnen. So, hier mal etwas moderner, 2011, wieder Michigan Universität, auch abgeleitet von der M3 Mikroarchitektur, Mode-Architektur. Hier ist man wieder, ist man noch kleiner geworden, hier sind wir wirklich im Bereich, ja, schwer abzuschätzen, also schon unter einem Kubikmillimeter eingebettet in ein Kunststoffgehäuse. Auch hier wieder niedrige Taktfrequenz, sehr wenig Speicher, 1 Kilobyte, 100 Kilohertz Taktfrequenz, Chipfläche kann ich nur abschätzen, 0,1 Quadratmillimeter. Hatte einen Drucksensor, wurde benutzt, um als medizinisches Implantat oder als Messsensor in Augensystemen, also in
menschliche Augen eingebaut zu werden, um den Druck zu messen, den Augeninnendruck, glaube ich. Es gab eine Kommunikation, wenn auch kurzreichweitig, kleiner 10 cm, aber es gab eine Solarzelle, um Energie zu gewinnen, und eine Dünnfilmbatterie. Also hier ist man schon ein Stück weitergekommen. Das hier ist noch ein älteres System, aber das hier entspricht genau diesem hier als medizinisches Implantat. So, also auch ein hybrider Aufbau, das Ganze, aber schon extrem klein. Also sie sind schon in Richtung Smart Dust unterwegs. Es gibt ihn. So. Ja, zurück zu den Algorithmen. Wir haben jetzt festgestellt, pro Rechenzelle gibt es weniger als ja, ein MIPS Rechenleistung, eher im KIPS-Bereich, Kilo Instruction per Second. Weniger oder gleich 1 Kilobyte Speicher, also so im Kilobyte-Bereich. Da müssen die Algorithmen und Konzepte sich ändern. Das heißt, wir brauchen diese algorithmische Skalierung. So, das heißt, wir müssen komplexe Algorithmen in einfache zerlegen. Ja, das ist im Grunde so eine Pyramide hier aufbauen. Das heißt, was ursprünglich mal komplex wurde, ja, hier haben wir die komplexen Algorithmen, klassisch, die müssen wir jetzt umdrehen und divide and conquer machen, also das Ganze schön zerlegen, das Große in immer mehrere kleine Teile, die werden weiter zerlegt in kleinere Teile und so weiter. Das müssen wir eigentlich machen. Und dann komme ich eben auch gleich wieder zu meinen zellulären Automaten zurück. Das heißt, irgendwie müssen wir verteilte Rechnersysteme aufbauen, dann aber ganz viele davon, die mit diesen geringen Ressourcen zurechtkommen. Und das sind halt zelluläre Automaten, die sind dafür konzipiert. Das sind ähnliche Zustandsautomaten, die aber ganz, ganz einfach aufgebaut sind, aber in ihrem Zusammenschluss, also ähnlich wie Schwarmintelligenz, so das Verhalten von Ameisenstaaten. Die Ameisen sind auch grottensimpel, können nicht viel speichern. Im physikalischen Sinne auch das Futter, was sie transportieren, da können sie nicht viel mitnehmen. Und das heißt, das Zusammenwirken des gesamten Ameisenstaates bestehend aus vielen einfachen Einheiten bewirkt ein Emergenzverhalten. Hier in dem Falle wollen wir halt komplexere Algorithmen oder komplexere Datenoperationen mit vielen einfach machen. So, das heißt, die Rechnerzellen arbeiten direkt auf den Sensordaten. Das ist eben anders als im klassischen zellulären Automaten, wo das keine Rolle spielt. Das hatte ich ja schon gezeigt, auch bei den Big Data. Klassische verteilte Datenverarbeitung bedeutet, ich muss die Daten erstmal verteilen, dann wird gerechnet, verteilt und werden sie wieder zusammengeführt. Brauchen wir hier nicht, wir haben die Sensordaten schon verteilt. Das heißt, ich kann auch direkt eine Rechenzelle aus meinem zellulären Automaten mit einem Sensor verknüpfen. So, und das heißt, wir nehmen jetzt mal als Beispiel Bildverarbeitung. Da haben wir eine räumliche Verteilung von vielen einzelnen Sensoren, den Pixeln. Und die einzelnen Pixel des Bilds, also die Sensoren, sind in den Zellenrechnern direkt zugeordnet. Typische Operationen, die wir auf Bildern machen, die auch gut verteilbar sind, ist Rauschunterdrückung, Kantenfilter, Histogrammberechnung und so weiter. Und dabei ist jetzt wichtig, dass eine Zelle immer nur seinen eigenen Datenwert oder auch genannt seinen inneren Zustand durch Anwendung ganz, ganz einfacher Regeln, also ganz einfacher Funktionen, Addition, Multiplikation und so weiter, aus einer Menge von Regeln, Phi, mit Nachbarzellendaten durchführt. Das Problem ist, klassische Kantendetektoren, da gibt es Algorithmen für, kann man nachschauen, blättern in Büchern, gibt es ganz viele Publikationen. Gibt auch Funktionen, die man beschreiben kann, also man hat Modelle für Kantendetektion, Rauschunterdrückung, Mittelwertfilter und Tüdelü. Das Problem bei diesen einfachen zellulären Automaten ist, dass diese Transformationsregeln, also diese Regeln, die diesen einzelnen Zellen arbeiten, nicht bekannt sind. Das heißt, anders als diese klassischen Algorithmen, die bekannt sind, sind die Regeln nicht bekannt. So. Und das sind ja immer nur Nachbarschaftsoperationen. Das heißt, eine Zelle, mal hier mal gezeigt, ja, hier haben wir so einen kleinen Ausschnitt aus unserem zellulären Automaten. Hier mal dunkelschwarz, dunkelgrau, eine Zelle, die wir betrachten. Und die wird halt irgendwie mit Werten aus der Nachbarschaft ihren eigenen Datenwert verändern. Wenn das eine Zelle ein Pixel repräsentiert, und wir gehen mal von Schwarz-Weiß-Bildern aus, also binären Bildern, dann ist das Pixel entweder 1, schwarz oder 0, weiß. So. Und jetzt muss es entscheiden, wenn wir eine Bildtransformation machen, ob dieses Pixel von 1 nach 0 oder von 0 nach 1 geht. Und das macht es halt mit Werten aus der Umgebung. So, das sind diese Transformationsregeln. Wie muss die Zelle sein Pixel umschalten von 1 nach 0 oder 0 nach 1, wenn die Nachbardaten so und so sind? So, das heißt, diese Transformationsregeln kennen wir nicht und die müssen häufig gelernt werden, also über maschinelles Lernen oder über evolutionäre Algorithmen bestimmt werden. Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, welche Transformationsregeln ich brauche, um meine Pixel so zu verändern, um einen Kantendetektor zu implementieren oder um eine Rauschunterdrückung zu machen. Ja.
So, das heißt, hier sehen wir mal ein Beispiel. Hier wird angenommen die Mooresche Nachbarschaft. Das heißt, jedes Pixel greift nur auf Datenwerte seiner unmittelbaren Nachbarn. Davon gibt es 8 zurück. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann ein Pixel von 1 nach 0 sich ändern oder invertiert von 0 nach 1, damit ich einen Kantendetektor erhalte. Ohne dass, Kante ist ja eigentlich eine zusammenhängende Linie, ohne dass das eine Pixel weiß, was in seiner restlichen, im gesamten Bild passiert, also in der globalen Umgebung passiert. Ja? Also das globale Bild ist nicht bekannt. So. Anders als häufig Kantendetektoren oder Objekterkenner benutzt werden, da geht man eher so auf den globalen Bereich über und versucht Zusammenhänge zu finden. Hier wird immer nur ein Pixel betrachtet und natürlich alle unabhängig voneinander parallel. Und jetzt ist die Frage, wie viele Transformationsregeln gibt es eigentlich hier ein bisschen schon reduziert, was hier gezeigt ist, die überhaupt möglich sind, ohne dass es eine Aufgabe dazu gibt. So, und das sind die verschiedenen Kombinationen. Hier wird Spiegelung und Faltung und so weiter schon rausgerechnet. Das ist etwas weniger, aber dann gibt es 51 grundlegende Muster, damit ein Pixel seinen Wert unter der Annahme eines binären Schwarz-Weiß-Bildes invertiert. So, also bei Mooresche Nachbarschaft mit 8 Nachbarn. Für die weißen Pixel, also wenn jetzt statt einem schwarzen Pixel hier ein weißes ist, muss man alles nur nochmal invertieren. Da hat man also nochmal 51 Regeln. Nicht 52, 51 Regeln für die weißen Pixel. Aber das sind so alle möglichen Regeln oder Transformationsregeln, die ich habe, damit ein Pixel seinen Zustand ändert. Ja, von 0 nach 1 oder 1 nach 0. So. Das ist eine ganze Menge. Und ich weiß nicht, welche ich brauche, um zum Beispiel eine Rauschunterdrückung zu machen. Also lasse ich zum Beispiel mal schnell das Lernen rüberlaufen und lerne sie. Welche sind geeignet, welche nicht? So, hier ist mal ein Beispiel gezeigt, wie ein Subset, also eine Untermenge aus diesen Regeln heraus extrahiert wurde. Das sind also die einzelnen Transformationsregeln, die dazu führen, dass ein Pixel hier in einem Bild von 1 nach 0 geht. Nur durch die Nachbarschaftswerte. Also wenn es diese Muster gibt, dann schaltet es um. Und das sind eben auch sehr einfache Operationen, die man auch mit kleinsten Rechnern, also die ich eben gezeigt habe, wunderbar durchführen kann. So, hier haben wir mal so ein Beispielsbild. Dann hier sehr stark verrauscht, wie man sieht. Das ist das zweite Bild. Und jetzt wende ich meinen zellulären Automaten, das heißt, jedes dieser Pixel ist eine Zelle in meinem zellulären Automaten, was nur diesen simplen Regelsatz anwendet, um von 1 nach 0 oder von 0 nach 1 zu schalten. Die beeinflussen sich gegenseitig. Ne? Wenn der jetzt hier von schwarz auf weiß schaltet, dann wird das Nachbarpixel, was ja auch eine Operation führt, das auch sehen. Also die beeinflussen sich schon gegenseitig. Das ist nicht, somit auch diese Dynamik ist erstmal nicht ganz vorhersehbar. Aber dieser Regelsatz wurde über maschinelles Lernen identifiziert von Rosin 2002, also auch schon ein bisschen älter, fast 20 Jahre. Und das ist das rekonstruierte Bild. Also fast ohne Rauschen. Ne? Nicht ganz so sauber wie dieses natürlich, wie man sieht, aber mit diesen Regelsätzen, die erst natürlich vom Himmel fallen, keiner weiß, warum die nun gerade gehen, sind halt so. Aber sie sind geeignet, ein Bild zu entrauschen. So, also hier das Beispiel für Rauschunterdrückung durch einen binären Zustandsautomaten. Und jede Zelle hat nur einen Ein-Bit-Speicher. Und wenn ich dann noch ein bisschen Code habe, und dann muss ich natürlich diese Muster noch speichern, was haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 Muster, A8-Bit. Also brauche ich 8 mal 13 Bit, also ungefähr 100 noch zusätzliche Bit. Naja, sind wir jetzt so bei 128 Bit. Wenn wir uns mal ein bisschen zurück überlegen, da an diesem Beispiel von Hitachi mit ihrem kleinen Teil, das war zwar ROM-Speicher, nicht RAM-Speicher, aber 128 Byte oder Bit, ich bin mir nicht mehr sicher, Bit oder Byte ROM-Speicher hatte das Ding, das passt. Ja, also hier können wir tatsächlich zelluläre Automaten mit dieser Technologie, die es bereits gibt, die man kaufen könnte, ja, und herstellen kann, verbinden. So, hier nochmal ein Beispiel für eine Kartendetektion. Der gleiche zelluläre Automat, nur mit anderen Regelsätzen. Hier das Originalbild, hier konventionell über einen konventionellen Kantendetektor, der also ganz normal numerisch arbeitet, funktioniert. Hier mit einem einfachen, CA steht für Cellular Automata, für einen einfachen Automaten, Einzyklenautomaten, der benutzt diesen Regelsatz aus 2, 4, 5, 6, 7 Regeln und kriegt schon so ungefähr, man sieht aber schon Unterschiede, aber so ungefähr auch so ein Kantenbild heraus, was mit dem konventionell, klassisch erstellten, über einen zentralen Rechner erstellten Kantendetektionsalgorithmus hier entsteht. Wenn man den noch ein bisschen verbessert, indem man zwei Zyklen laufen lässt mit zwei unterschiedlichen Regelsätzen, erreicht man sogar fast tatsächlich die gleiche Qualität mit einem vollständig parallelen Rechner. Weil das ist, muss ich nochmal zurückgehen. Na, haben wir jetzt hier gerade nicht. Nein, da muss man einmal zurückgehen.
den zellulären Automaten und deren Architektur. So, hier. Alle diese Rechner hier, die arbeiten völlig unabhängig voneinander, also parallel. Ja? Das heißt, alle Berechnungen, könnte man fast sagen, werden in einem Zeitschritt durchgeführt. Wo man bei dem klassischen Kartendetektor, numerischen Kartendetektor, vielleicht noch Hunderttausende von Rechenschritten und Zeitschritten braucht, bräuchte man theoretisch bei einem zellulären Automaten nur einige wenige Zeitschritte. Also die Dinger auch noch schnell. Ja? Hat also eine unglaublich kurze Latenz. Ja, und dann kann ich eben auch diese kleinen Teile bis hin zu diesen Mikro-Nanoteilen verwenden, die im Sub-Quadrat-Kubikmillimeter-Bereich sich befinden. Ja, nur ein kleiner Einblick in zelluläre Automaten, dass sie eine durchaus geeignete Rechnerarchitektur für sensorische Materialien darstellen können. Ich fasse zusammen, komme zum Ende. Sensorische Materialien für die materialintegrierte Schadensdetektion, was ja hier in dem Kurs das zentrale Thema dieses Jahr ist und diese Ringvorlesung, benötigen eben neue Konzepte der Datenverarbeitung. Es gibt Ähnlichkeiten zu dem Internet der Dinge, beziehungsweise Internet der Dinge, die Konzepte haben, können auch integriert werden in sensorische Materialien, beziehungsweise umgekehrt. Das heißt, sensorische Materialien können zusammen mit dem IoT in Cloud-Umgebungen zusammengefasst werden. Und verteilte Datenverarbeitung ist der einzige Weg für skalierbare Sensornetzwerke mit Millionen von Kleinstrechnern, also den sensorischen Materialien und zelluläre Automaten, mal als ein Beispiel, obwohl schon lange bekannt, bieten einen Lösungsansatz hier, dieses Skalierungsproblem zu lösen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.